Wo sind meine verdammten Ringe hin? Ja, so heißt die erste Epilogfolge nach dem großen Finale und ich heiße euch herzlich willkommen. Wir reizen das Spiel natürlich aus, solange wie es nur irgendwie geht und solange wir hier noch eine Mission zu erledigen haben, erledigen wir die natürlich. Und wir schauen mal auf die Karte. Ja, das ist ein reichlich langer Weg. Und um das Ganze abzukürzen, starten wir vielleicht mal hier vorne und fahren dann wenigstens durch die verschneiten Berge. So, es geht durch den Tunnel. Nick, du sollst heute auf Kannibalen getroffen sein. Oh, Boozman, ja, sie wollten Jeremy Givens zum Abendessen. Der sieht auch zart und saftig aus. Oh Gott, ja, klar. Hey, danke, dass du ihn gerettet hast. Kein Problem, Boozman, wir reden später. Die Gände. Zart und saftig. Hey, ist der Junge gut angekommen? Hey, Dick, ja. Er ist etwas aufgewühlt, aber okay. Gut. Sumpfdienst. Ist das zu glauben? Oh, das glaube ich gern. Hey, sag mal, nennt er dich eigentlich Ma'am? Ja, woher weißt du das? War nur geraten. Bis bald, Ricky. So, heute Abend gibt's Berglöwenfleisch zum Abendbrot. Und da wollen wir uns hier mal nach Dick, lang wie läuft's? quälen. Mir war langweilig. Da dachte ich, ich versuche mal wieder was zu bauen. Komm vorbei, das wird dir gefallen. Uso, danke. Ja, ich komme rum, sobald ich kann. Dicken Ende. Der Boozman ist wieder fleißig. Stellt wieder Sachen für uns her. Dick, hier ist Russell. Wie läuft's? Ich hab einen Job für Sie. Ah! Alter. Ich bin fast tot. Egal, was ich sagen wollte. Russell, hey Mann, okay, ja. Yeah. Mal sehen, ob ich Zeit hab. Dicken End. Mein Gott. Gegen die Miliz bestehen wir und auf dem Motorrad verlieren wir fast wieder unser Leben. Deacon St. John, hier ist James Weaver. Ich habe einen Job für dich, wenn du in der Gegend bist. Weaver, hey, mal sehen, was ich tun kann. Also Leute, ihr merkt, es gibt doch noch einiges zu tun für uns. Das ist doch schön. Ah, wie gefällt dir das? Oh! Nein, Tinnitus lässt grüßen. Ich habe gar nicht gesehen, dass da so eine Kreischertante ist. So. Die Ringe, wahrscheinlich sind die irgendwo versteckt in einer geheimen Schublade. Unseren großen Hundering, den haben wir ja schon zurückbekommen. Von Kuri. Aber wahrscheinlich gibt es noch mehr Ringe, die ich oder Sarah verloren haben. Mal gucken. Okay, wo geht's lang? Rechts, links? Ne, geht doch den Berg hoch. Ah. Na komm schon, Degen. Einmal den Berg hoch. Die Barrikaden sind schon weggeräumt. Da hat einer ganz schnell aufgeräumt. Oh, der Weg, der zieht sich auch wie Kaugummi hier.
Okay, wir müssen wohl zu dem Zelt hier hinten. Hier sind sie. Gut. Ich will, Süßer. Ah, das finde ich echt cool, dass sie jetzt auch noch so ein bisschen die Story weiterführen tatsächlich. Die schöne Stimmung bleibt uns also erhalten. Wir kriegen sogar noch ein neues Bike. Ein Bike-Design, besser gesagt. Okay. So, wir gucken. Wir haben ja eben noch weitere Funksprüche bekommen. Ein Plünderer-Camp. Ansonsten finden wir wahrscheinlich auf der Karte. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen den beiden Camps. Zombie-Horden sind hier auch noch jede Menge. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das nochmal in so einer Sonderfolge. Die werden natürlich ein bisschen kniffliger sein als die Horden im alten Gebiet. Davon gehe ich jedenfalls aus, aber nachdem wir ja die Sawhill Sägemühlen Horde besiegt haben, werden wir auch die anderen hinbekommen. Hoffe ich zumindest. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier für einen Auftrag kriegen. Hier müsste es eigentlich der Weaver sein, in dem anderen Camp dann der Russell, wenn ich das jetzt richtig zuordne. Mal schauen, wo wir den finden, den Weaver. So, einmal den Berg runter. Okay, da sitzt er schon. Hallo, James. Weaver, was gibt's, Mann? Dick, ich weiß nur, dass Curry damals erzählt hat, wie du die Plünderer fertig gemacht hast. Ich hab ihm geholfen, ja. Ach, ich hab was Schönes für dich. Eine Gruppe Drifter wurde auf dem Highway 97 gesehen. Sie kamen über den Thielson Pass, auf dem gleichen Weg wie du. Ja, wie auch immer, es ist so. Sie haben Narben. Sie haben die Buchstaben R.I.P. auf der Stirn. Ist das krank oder was? Ach, Ripper. Du kennst die? Scheiße. Du musst die für uns aufspüren. Wir haben genug Probleme. Wir brauchen nicht noch einen verdammten Kult in der Gegend. Ja, glauben Sie mir, Ripper will man echt nicht in seiner Nähe haben. Oh, shit, okay. Markieren Sie Ihren Standort auf der Karte und ich kümmere mich darum. Super. Danke, Dick. Okay. Ripper, na, um die kümmern wir uns doch ganz besonders gerne. So, ich will nochmal kurz schauen. Wir haben ja nochmal zum Abschluss eine Waffe bekommen. Mann, der Colonel hat echt genervt, oder? Bin echt froh, den Arsch los zu sein. Du führst den Laden jetzt also alleine? Vermisst du es nicht, die Streifen zu tragen? 0,0. Ich hab den Milizscheiß gehasst. Ich meine, gut, ich hatte was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Aber jetzt? Jetzt kann ich sogar ein bisschen von der Kohle, die ich mache, behalten. Ist klar. Ja, quetscht sie nicht zu sehr aus. Wer, ich? Ich bin die Seele des fairen Handels. Die lebendige Seele. Ja, nur logisch. Wenn ich genug Punkte hätte, würde ich das machen. Du hast wohl ein Loch in deinem Portemonnaie, wie? Ja, gleich habe ich eins drin. Ah, okay. Okay, hey, ihr habt Dick, lass dich nicht übers Ohr hauen. Gesehen, die Waffen, die haben mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Mag ja den einen oder anderen jetzt irgendwie spaßig vorkommen, Waffen auszutesten. Aber irgendwie, wenn die anderen tausendmal besser sind, dann nehme ich doch nicht die schlechteren mit.
Wer weiß, was uns hier auf dem Weg begegnet. Naja, läuft uns doch so eine blöde Horde über den Pfad und dann haben wir den Salat. So, an diesem lästigen Weg hat sich leider noch nichts geändert. Da hätten wir mal irgendwie ein Loch in die Palisade sprengen sollen. Dass das hier mal ein bisschen schneller geht, das finde ich echt ein bisschen lästig. Aber gut. So, da wollen wir mal schauen. Ein Ripper Camp. Mach das Tor auf, wir kommen. Oh. So behäbig und langsam wie eh und je. So. Autsch. Eine Falle. Eine Falle. Ja, 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 ja. Okay, hier wird doch schon wieder ein Fragezeichen angezeigt und wir sind an der Tankstelle. Das heißt doch, dass uns hier irgendwer wieder auflauert. Wahrscheinlich muss ich erst wieder bis zur Zapfsäule vorfahren. Na? Ah, gutes Timing. Ich habe so eine kleine Tankstellen-Panik entwickelt hier im Laufe des Spiels. Das ist sogar im wahren Leben schon so. Bevor ich mit meinem Auto an die Zapfsäule fahre, gucke ich erstmal, ob nicht irgendwo Drahtseile gespannt sind. Lustigen Pfad. Okay, hier ging's lang. Es ist aber auch ein Weg. So. Ihr lieben Ripper. Ripper Camp aufräumen, das macht doch Spaß. Noch gute 300 Meter. Oh, nerv mich doch nicht. Aber zum Glück hat die mich nicht vom Rad geholt, das ist gut. Wir halten lieber an. Da sind sie schon. Da draußen ist etwas. Ach, das täuscht. Hast du dir eingebildet? Ich weiß, welchen Weg ihr geht. Weaver, ich bin hier und ja, es sind Ripper. Ich kümmere mich darum. Sei vorsichtig, Mann. Weaver. Oh, Ripper, scheiße. Die habe ich am liebsten. Na, was ist? Wird's euch ein bisschen zu heiß in Iron Butte? Wie zur Hölle seid ihr bei den Pass gekommen? Kennt ihr mich noch, ihr Wichser? Grunzt doch irgendwas hier hinter mir. Nach Süden ganz neu anfangen? Nein, das wird nicht passieren. Was ist denn hier? Ist hier Ripper oder habe ich hier einen Zombie? Ah, nervt doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Diese brennenden
Fritzen, ne? Wo ist euer Anführer? Wo ist Carlos, ha? Oh, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Das war ich! Kommen die denn alle her? Sag mal, was ist denn jetzt los? Ich hab ne Idee. Pass mal auf. Lass uns doch mal ins Camp gehen. Lasst uns doch mal hier einen kleinen Besuch absolvieren. So. Aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Der ist jetzt Futter für die verdammten Freaks. Warum soll ich denn die Drecksarbeit machen? Die Verirrten, die sind nicht verirrt. Die habe ich hierher geführt. Das sind die Geführten. Bald alle Freakfutter sein. So. Das ist doch wunderbar. Läuft doch. Das waren alle. Oh, verdammte Rapper. Oh. Ja, ja, ja. Netter Versuch, du kleiner Sack. Also. Hat sich hier noch nicht rumgesprochen, wer ich bin. Weaver, es ist erledigt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Ripper in dieser Gegend machen. Die Mann. Ich habe den Bericht von diesem Thompson gelesen. Er verfolgte sie. Er schreibt, sie nannten sich Rest in Peace. Vergötterten die Freaks. Wollten wie sie werden. Sie waren total auf Drogen. Woher wusstest du von denen? Oh Gott, sagen wir einfach, ich bin ihnen früher schon mal begegnet. Gibt's sonst noch was, Weaver, wenn ich schon mal hier bin? Nein, Mann, alles gut. Eines Tages will ich die Geschichte aber hören. Vielleicht lieber nicht, Weaver. Man sieht sich. Ja, Weaver. Ich kann nicht brauchen. Guck einfach mein Let's Play. Ich könnte jetzt die Folge verlinken, aber lassen wir mal den Spaß. Der Viva hat ja nur einen MP3-Player und kein Smartphone. Ich glaube nicht, dass der sich das angucken könnte. Also irgendwie sind die... Jetzt ist er auch noch hingefallen. Jetzt halt doch mal still. Was ist denn hier los? So, hier oben gibt es auch noch was zum Aufsammeln irgendwo. Dann haben wir das doch wunderbar erledigt. Na komm. Steig auf. Hier ist immer relativ viel rot, ne? Wenn man hier so rumguckt. Das sieht irgendwie so anders aus auf dem Radar. Etwas so eine etwas diffusere Anzeige. Ja, 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 ey. James Weaver und Deacon St. John. Dick, hörst du mich? Jo. Oh, lassen Sie mich raten. Ein Job für mich, ja? Ich kann gerade nichts versprechen. Okay, neuer Job. Kehre nach Wizard Island zurück. Ich will mal kurz meine Munition auffüllen. Das ist gut. Und dann schauen wir doch mal. Okay, hier sind die Horden genauso gekennzeichnet wie im alten Gebiet. Wir gehen direkt... Oder wir gehen erstmal zu Russell. Machen eine Schnellreise hin. Und gucken nochmal, was es da für eine Aufgabe zu erledigen gibt. Vielleicht lassen sich die Jobs ja irgendwie miteinander verbinden. Okay. Er ist okay, aufmachen. Er sitzt jetzt wahrscheinlich da, wo vorher Kuri saß. Oder? Was hast du vor? So ist es.
Glenn Russell. Deacon, gut. Ich habe einen wichtigen Job für Sie. Tja, darum bin ich hier, Russell. Eine Gruppe Plünderer greift unsere Versorgungstrupps an. Die Position ist auf der Karte. Wir glauben, sie verstecken sich in den Höhlen südlich von Crater Lake. Höhlen? Okay. Wir haben nicht genug Leute für einen Angriff. Und deshalb soll ich da rein, leise, und sie erledigen. Ja, genau. Danke, Deek. Sie schaffen das. Ja, ja, danke auch. Eine Horde Höhlenmenschen. Also, die machen mir hier Spaß. Ich komme gerade von der Schlacht meines Lebens. So, jetzt will ich nochmal schauen, was Viva für eine Aufgabe für uns hat. Und ich denke mal, das sind dann Aufgaben für die nächste Folge. Aber anschauen will ich mir das jetzt trotzdem mal. Damit wir schon gleich gut vorbereitet sind. Und hops. So. Da ist er. Tachchen James, was gibt's denn? Weaver, was gibt's? Hey, Deek, wie läuft's? Hey, sag mal, die Hexe von Wiz... Sorry. Deine Lady. Wie geht's ihr? Ist sie immer noch am Forschen? Und du weißt, dass ich weiß, ja? Dass sie nicht an einer Waffe arbeitet. Nein, Weaver, ich weiß nicht, was sie wissen. Ich weiß nur, dass sie meine Hilfe wollten und, hier bin ich. Okay, Mann, wie du meinst. Hey, ein paar miese Typen haben ihr Lager südwestlich von hier, am Highway 97. Sie bringen uns um, greifen die Versorgungstrupps an. Es ist eine Art Festung, auf dem Dach einer alten Tankstelle. Hab's auf der Karte markiert. Du könntest dich hinschleichen. Sie erledigen, bevor sie's merken. Toll, dass sie an mich denken, Weaver. Ja, ich tue, was ich kann. Danke, Deek. Echt nett von dir. Wirklich, vielen Dank. Na, so sind wir doch. Also, zwei neue Jobs in der Pipeline. Und zwar... Ein Plündererkampf, wo ist denn der andere Job jetzt? Achso, da unten. Eine Horde Höhlenmenschen. Wie erwische ich sie? Beides Plündererkampf-Aufträge. Und wir haben 80%, ja. Könnte gut sein, wenn wir die beiden gemacht haben, dass wir da auf 100% sind. Wir werden es sehen, aber nicht mehr in dieser Folge, meine lieben Freunde. Für diese Folge bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch froh seid, dass wir noch ein bisschen von dieser Days Gone Welt aufsaugen, bevor wir dann wirklich alles erledigt haben. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, lasst gerne Daumen und Kommentar da und ich sag auf Wiedersehen, ciao und adios.